Michael Oertel und seine Tochter Magdalena beim Tandemfahren. Unten lassen und jetzt geht's los. Ja, als wir erfahren haben, dass Magdalena behindert geboren werden wird und möglicherweise auch sterben wird, ging es uns natürlich entsprechend schlecht und viele Gedanken durch den Kopf. Und das war eine sehr intensive, lange und anstrengende Zeit. Das Kind sollte dann nicht laufen können. Es hat laufen gelernt, das hat lange gedauert. Mittlerweile fährt das Kind Fahrrad und das ist unglaublich, wie selbstständig das Kind ist bei der Prognose, die es hatte. Und das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Wunder. Magdalena war der Grund für Michael Oertel, sich im Verein Mehrweg zu engagieren, der auch das Tandemrennen für Kinder mit Behinderungen organisiert. Das Anliegen unseres Vereins richtet sich gegen die ständige Selektierung, das Aussortieren, das Beschreiben von Randgruppen. Das wäre das dagegen, aber wofür sind wir, ist ja viel wichtiger dafür, dass man sich im Alltag vorurteilsfrei begegnen kann. Und das wollen wir verwirklichen. Dafür möchte er Räume schaffen. Räume, die für alle offen sind. In der DDR erlebte der Pfarrerssohn selbst, was es bedeutet, nicht ins System zu passen. Er wurde bespitzelt und schikaniert. Meine Eltern haben dafür gesorgt, dass ich nicht in die Pioniere eingetreten bin, haben mich unterstützt in meiner Entscheidung, nicht in die FDJ einzutreten. Und ich habe selber später den Wehrdienst verweigert, das eben aus den Glaubensgründen oder den Leitsätzen aus einer Bibel heraus. Und das hat natürlich eine Bildungskarriere oder eben eine Berufskarriere in der DDR sehr erschwert. Guten Appetit. Nach der Wende wurde Michael Sozialarbeiter. Sein Christsein lebt der Familienvater auf ganz unorthodoxe Weise. Ich stelle mir das alles bildlich vor, kommuniziere das auch alles bildlich, dass es vielleicht eine himmlische Brauerei gibt. Das ist alles sehr unkompliziert und sehr offen. Und faktisch ist das ganze Leben ein Gebet. Also man muss nicht steif im Gebet verharren. Das ganze Leben ist Gebet, Dankbarkeit und Bitte zugleich. Mit seinem Verein betreibt Michael Oertel seit 10 Jahren im Leipziger Süden ein kleines Kulturzentrum. Mit der Veranstaltung Donnerstags mal anders wollen wir vor allen Dingen im Stadtteil Kultur etablieren, denn da sieht es in Stötteritz ziemlich düster aus. Vor allen Dingen eben auch Kulturmöglichkeiten eröffnen, die man sich leisten kann. Und das ist also ganz wichtig und soll natürlich unterhalten, es soll bilden, es soll eben nicht der Talk sein, den man auf allen Programmen sich reinziehen kann, sondern es soll etwas mitgenommen werden und es sollen Netzwerke geknüpft werden. Vor 3 Jahren erlitt Michael Oertel einen Hirnschlag. Die Ärztin forderte ihn auf, endlich einmal etwas für sich selbst zu tun. Da habe ich ihr gesagt, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben, einen Film drehen oder Fotos produzieren. Und daraufhin hat sie ein grünes Rezept ausgeschrieben, wo die 3 Sachen drauf standen und gesagt, eins davon müssen Sie machen und wenn Sie das erledigt haben, können Sie zu mir kommen und haben Sie eine Chance, gesund geschrieben zu werden. Seitdem schreibt er und fotografiert. Motive findet er gleich vor der Haustür. Einsamkeit, Armut, Liebe, Schönheit, Depression mit den psychischen Krankheiten sind alles Themen, die ich in die Kunst integriere. Mit seinen Fotos wurde er sogar für den Sächsischen Kunstpreis für Toleranz und Demokratie nominiert. Ich höre oft, dass das, was ich tue und das, was andere, bin ja nicht der Einzige, tun, dass das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sei. Und da entgegne ich immer, aber steter Tropfen höhlt den Stein.